Eine Woche später, es ist fast kein Schnee mehr da. Es schneit gerade ein bisschen, es ist verdammt windig, es ist verdammt kalt. Trotzdem geht's heute weiter. Seid gespannt. Hi Leute, ich bin Sascha und heute geht es endlich weiter. Nicht mit dem Erdkeller, sondern ich brauche einen Hackklotz, irgendwas, womit ich das ganze Holz zerhacken kann. Und damit geht es jetzt mal los. Ich muss hier die Rinde wegmachen, denn ich möchte ihn ein Stück eingraben, genau an der Stelle, wo er jetzt eigentlich auch schon steht. Denn würde ich die Rinde nicht wegmachen, würde er schneller anfangen zu gammeln zwischen der Rinde und zwischen dem Holz. Und am Anfang habe ich ja in meinem letzten Video gesagt, dass ich ihn noch ein bisschen ankokeln möchte. Werde ich nicht tun, denn der wird wahrscheinlich eh nur ein paar Jahre überleben und dann ist er eh schon zerhackt. Und deshalb reicht es, glaube ich, wenn ich die Rinde ein bisschen wegmache, dass er dazwischen nicht gammeln kann. Und ja, damit fange ich jetzt mal an. Erstmal diese Äste hier noch absägen und dann die Rinde weg. So, die Äste werden weg. Ich weiß nur nicht, wie ich die Rinde jetzt abkriegen soll. Denn eigentlich gibt es da so Messer, ich glaube, die heißen Schälmesser, die nimmt man so in die Hand und kann die Rinde schön abschälen. Habe ich nicht. Ja. Ja, das ist immer eine gute Idee, mit der Säge auf den Stein zu hauen. Denn dann bleibt die Säge auch scharf. Nicht. Ich habe eine Axt. Ich sehe es mir kommen, ich haue mir selber in den Fuß. Ja, irgendwie muss ja gehen. Weil ich brauche circa, ich denke mal 30 cm circa sollten es schon sein, wo er in der Erde drin steckt. Ist doch Banane alles. Fällt das jetzt auf, der ist hier gar nicht so schön gerade. Aber das kann man im Nachhinein immer noch absägen. Das hat doch keinen Wert. Und schön die Axt auch in die Erde hauen. Das ist immer gut. Ach, wisst ihr was? Ich grab den so ein, ist mir egal. Weil wenn er nicht so lange hebt, muss schneller ein neuer rein und ich habe was zu tun. Schaufel. Ja. Ich glaube, die Stelle ist eigentlich ganz gut, wenn er genauso hier stehen würde. Ja. Jawohl, 30 cm. Gut. Jetzt muss der Stamm da rein. Ja, schön. Hammer. Das ist ein Multifunktionswerkzeug.
Wie ihr seht, das bringt nichts. So, Erde rein. Ja, der ist fest, reicht vollkommen aus. So, aber der muss jetzt noch gerade abgesägt werden. Mehr oder weniger gerade. Brauche ich mal eine Säge. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Die Säge ist auch Murks. Ich kann nicht mehr. Pause. Gleich geht's weiter. Ja! Fertig! Jetzt wackelt er auch wieder wie ein Kuhschwanz. Also, verdichten! So, reicht. Das war schon mal geschafft. Jetzt muss man den ausprobieren. Vielleicht sollte ich vorher eine Unfallversicherung abschließen. Ja. Holen wir mal ein bisschen Holz. Abonnieren nicht vergessen. Ich fange mal erstmal mit dem kleinen Holz an. Man muss ja nicht direkt übertreiben. Das ist doch schön. Auf keinen Fall abgucken, wie ich das mache. Auf gar keinen Fall. Wenn ich irgendwas falsch mache, kommentiert gerne, wie man es richtig macht. Aber das Holz, das kann man wunderschön dann zum Anzünden benutzen. Ja, noch ein bisschen üben, dann wird es schon.
Und wenn man die Axt gerade reinhaut, dann wird es wahrscheinlich auch gerade. Ja, das ist doch wunderschön. So, ich würde mal sagen, wir holen mal die großen. Aua, da ist er auf dem Fuß. Besser breitbeinig zu stehen. Naja. So war das nicht geplant. Probieren wir es mal mit dem, das ist etwas kleiner. Der ist schon mal eingerissen, das ist gut. Schreibt mir in die Kommentare, was ich falsch mache. Ist das Holz vielleicht zu nass? Weil ich sehe, dass hier Wasser rauskommt beim Einschlagen. Was scharf ist die Achse eigentlich? Naja. Oder liegt es an dem Holz? Und das war mal eine Tanne, genauso wie der Stamm hier. Nehme ich nochmal das alte Holz, weil es liegt jetzt schon ein Jahr zum Trocknen. Allerdings, man spaltet es ja theoretisch, damit es einfach schneller trocknen kann, weil das ist auch noch nicht ganz 100% trocken. Aber das funktioniert viel, viel besser. Ups. Braucht auch viel weniger Kraft. Besser als jede Axt. Naja, es klappt zumindest mal. Ich weiß nur nicht, ob das Holz etwas liegen sollte, bevor man das so hacken kann.
Denn hier mit der Tanne, das ist ja Krampf. Und man sieht auch, das ist richtig nass innen drin. Ganz anders als hier das Walnussholz. Das ist schon, es sieht trocken aus, aber wenn man es ins Feuer legt, dann hört man, dass oben Wasser rauskommt. Es fängt an zu kochen quasi. Aber es funktioniert viel besser als hier mit der Tanne. Jetzt kann ich zumindest mal hacken und das ganze Holz verarbeiten, wenn ich mal nichts zu tun haben sollte, wenn mir langweilig ist, was einem normalerweise nie im Garten ist. Ja, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dem Video. Nächste Woche, ich denke mal nächste Woche, es kommt natürlich immer wieder aufs Wetter an, denn das heißt, es soll die nächsten Tage wieder viel schneien und sehr kalt werden. Bin mal gespannt, wie es aussieht, aber wenn alles klappt, gibt es nächste Woche ein Video vom Erdkeller. Da möchte ich ihn dann fertig machen. Ich hoffe, da seid ihr wieder dabei. Um nichts zu verpassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.